willkommen zu einer Runde Bed Wars mit dem Kieselstein. Hallo. Und heute ist das Thema der Führerschein. Ja. Wow, danke. Ich lasse mal was ich auch sagen. What the Gut, ja, ich lasse es jetzt einfach mal drin. Und zwar ist es nämlich so. Es ist nämlich so, dass ich bald 16 bin und das ist dann irgendwann auch mal die Zeit, wo man den Führerschein macht, wo man sich mal Gedanken macht über sein späteres Leben, Jobwahl, bla bla bla, dazu kann ich mal auch mal ein Video machen, ich bin eh ideenlos momentan, lol. Genau. Kieselstein übrigens auch einen Kanal, der macht auch Bed Wars wie ich. Jeden zweiten Tag. Ja, genau, jeden zweiten Tag 14 Uhr genauso wie ich, um dieselbe Uhrzeit, dieselbe Sekunde wird hochgeladen, hoffentlich, ja. Wenn es nicht buggt. So, genau. Also wir spielen hier mal wieder auf Revi und das ist auch mal so jetzt ein bisschen schön, weil ich jetzt mich wieder dran gewöhne, schön auf Revi zu zocken und nicht immer auf Kyudo oder Nerux Waze Alternativen zu suchen. Kyudo, weiß nicht, ob es nochmal kommt, keine Ahnung. Ein Block, wow. Hätte ich so lassen können. Ja, genau. Also, kommen wir zurück zum Thema. Mein Führerschein. Es ist ja immer so ein bisschen kritisch, man weiß ja nicht, ob man da jetzt wirklich das Auto schon so viel braucht. Ich mache zum Beispiel jetzt nichts für Mofa oder so, sondern für Auto. Ich finde Mofa sehr unsafe und da kann eher was passieren, meiner Meinung nach. Deswegen nehme ich das Auto und wir hatten auch schon jemanden, der es finanziert. Nur man muss halt ziemlich viel für lernen und das ist dann immer ein bisschen, naja, kritisch. Vor allem jetzt in meinem Alter, wo jetzt die Oberstufe beginnt. Aber ich mache es lieber nächstes Jahr als übernächstes, weil übernächstes Jahr zählt dann halt alles, was ich in Noten schreibe in der Schule für die Oberstufe, fürs Abi. Und das ist dann eher nicht so geil. Weshalb ich das schon ein bisschen früher mache. Dann kann ich mich auf die Oberstufe danach konzentrieren. Oberstufe ist für die, die es nicht wissen, das ist einfach die 10. Klasse und alles darüber. Ich hab die dann gelegt, glaube ich. Jo. Weiß nicht. Genau, wir hatten auch eben ein Anzeichen eine Runde, aber die haben uns weggetargetet, ne? Hashtag Hate Anzeichen in die Kommentare, danke und Dislike, nicht was? Genau, also Grüße an Anzeichen. So, schnell Geld holen. Haben die auch schon mal weg. Ich komme auch. Übrigens, ich hoffe jetzt, dass die Lags behoben sind. Wenn nein, Leute, es tut mir einfach verdammt nochmal leid. Ja, ihr wisst, glaube ich, welche Lags ich meine. Ich meine jetzt die kleinen Ruckler, die ab und zu in meinen Videos vorkamen. Als ob. Soweit ich jetzt so komisch... Der hat mich auch mit einem halben Block Knockback bekommen, Mann. Genau, mein Kyudo Premium Plus Antrag wurde übrigens abgelehnt. Mein Premium Plus VIP. Wahrscheinlich. VIP oder YouTuber Antrag, wie man es auch sehen will. Und ja, da muss ich in einer Woche wieder appealen. Da habe ich den, glaube ich. Glauben wir, glaube ich. Ja, genau. Weil das ist irgendwie ab 10.000 und ich habe keine 10.000, ich habe erst fast 9.000. Aber komm, das schaffen wir jetzt mal. Oh nice, oh nice, oh nice. Ah! Easy. Suicide ich mal am besten. Damit keiner uns. Ja, mach ich. Ich hoffe natürlich, dass die, ja, das Videothemen auch mal ein bisschen interessanter gestaltet sind, wenn jemand anderes dabei ist. Denn ich hatte jetzt eine sehr lange Zeit einfach nur alleine aufgenommen. Will jetzt ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringen. Und ja, das ist einfach mal, glaube ich, besser für euch und für mich auch, weil es dann spannender ist. Ich würde sagen, wir gehen. Oh, Green baut schon ein Bett mit. Lila hat halt das Bett mit Cobwebs jetzt angefangen anzubauen. Ich gehe mal auf Lila. Bevor ja, okay, wir noch Eisen benutzen müssen. Hast du genug Glück? Ich hab noch, warte, ich hab jetzt auch. Hast du Essen zufällig? Nee, nee. Also nochmal zum Thema Führerschein, so, ich kenne ja viele Leute, die jetzt auch so einen Mofa-Führerschein machen oder 128er Führerschein, ich find's auch so irgendwie total unnötig. 128er, was ist das? Ja, aber 128er, 120er. Was ist denn das? So. Halt so, ja, sie nutzen ja selber Führerschein nur halt schneller. Ja, 25er, weiß ich mein. Ich check gar nichts mit den Zahlen. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe oder gibt es. Ja, ich hab's auch nicht so richtig mitbekommen, weil ich mich nicht so wie ich auseinandergesetzt habe. Aber es ist halt so momentan, glaube ich, so eher so ein Hype, den es da drum gibt, so ein bisschen. Okay, also dann gehe ich mit dem Hype. Wenn das besser ist, dann ist es gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so seht. Fahrt ihr lieber Auto oder wollt ihr dann. Oder fahrt ihr schon Auto? Kann ja sein. Oder wollt ihr lieber Mofa fahren? Ich meine, ich kenne jetzt einen, der ist 15 geworden letztes Jahr. Der hat dann Roller bekommen und fährt mit dem halt auf den Straßen. Das ist ja auch ziemlich krass schon, mit 15 schon auf den Straßen unterwegs zu sein. Ich mein, ist schon geil. Ist schon geil, ja. Ja, aber Mofa ist, also Motorrad bzw. Mofa ist für mich einfach zu gefährlich. Ja, sehe ich aber auch so. Und es ist halt irgendwie so eine Sache, wenn du halt irgendwann einen Autoführerschein machst, kostet halt nochmal extra viel Geld. Keine Ahnung, ist halt irgendwie so für mich rausgeschmissenes Geld, dann weil ich eh irgendwann keine Mofa fahren werde mehr. Mhm. So. Sieht aus wie jeder anders, hat der seine eigene Meinung zu. So, ich versuche ihn jetzt mal zu spawn killen. Oh, nice. Hat übel gut geklappt. Nice, Leute. So, mal gucken. Wo ist denn der andere? Oh, Leute, die hatten übel viel Eisen. So, nice. Aber wir haben jetzt Essen auf jeden Fall. Essen. Eisen. Und das kann auch ein bisschen besser klappen. Genau, also schreibt mal rein. Ja, so Motorrad. Ja, Roller. Ist ja auch ein Unterschied. Oder, ja, Bus. Oder auch gar nichts. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, gibt es viele Leute? Denkst du, es gibt Leute, die wollen wirklich gar keinen Führerschein, wollen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Heutzutage definitiv nicht mehr.
früher so, also bei meinen Großeltern ist es auch so, dass die halt nicht keinen Führerschein haben teilweise. Was? Aber braucht man auch irgendwie meiner Meinung nach nicht so unbedingt, aber ist halt schon geiler so. Ist halt nicht so abhängig von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, also ich finde halt einfach, es ist zu teuer. Ich weiß jetzt nicht, was günstiger ist. Ich glaube, mit Bus und so weiter fahren ist günstiger. Vor allem Bus ist ja auch relativ günstig. Im Gegensatz zu Zug. Aber, Ist halt an die Zeiten gebunden, meiner Meinung nach. So ja, scheiße. Eben. Man kann ja mit dem Auto, hat man ja die Freiheit, wann immer man möchte, wo immer man noch hinfahren möchte. Jetzt ausgeschlossen der Verkehrsbetrieb, oder wie man es sagen kann. Wenn es halt viel los ist draußen, ne, ist es halt dann vorteilhafter mit dem Bus. Aber den sollten wir haben. Und den auch, oder? Nein, ich kriege ihn nicht. Ich habe noch. Scheiße. Nice. Das war's mit der Runde. Ich hoffe, es gibt allen. Ja, wenn da das ein Like da. Schaut bei Käsestamm vorbei. Der macht auf YouTube, hat jetzt fast seine 100 Abos. Macht mal 100 Abos voll. Ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Ciao.